Guten Abend, Thomas! Guten Abend, Thomas! Ich bin der Skarin. Mein Alter, keine Ahnung. Das letzte, was ich mich erinnere, ist 1100 irgendetwas in England. Der Schlacht gegen die. Mittlerweile bin ich älter und weiser geworden. Heisst aber nicht, dass ich weniger Gnade kenne. Es ist nach wie vor no fear, no pain, no mercy. Also mein Name ist Sascha, ich bin 46 und ich bin geschieden, habe zwei Kinder und ich bin Treuhänder von Beruf. Mein Charakter, ja, was ist das? Es ist ein wilder Krieger. Er kennt ja, keine Schmerzen, keine Gnade und er ist eigentlich ein Guter. Ja, wenn es halt einmal sein muss, dann nimmt man halt einmal einen unfairen Trick aus der Kiste. Meine Damen und Herren, ich präsentiere euch die unberechenbare, die phänomenale Warchild Saga! Also, mein Name ist Sanja, ich bin 17. Ich bin im ersten Lehrjahr als VG, hobbymässig, tue ich gerne lesen, ich gehe viel gut joggen ins Gym und eben Wrestling. Letztes Jahr bin ich eigentlich so auf die Persönlichkeit gekommen, dass ich gerne arrogant bin, ein bisschen bitchig, grosse Klappen habe. Genau, und so bin ich eigentlich zu diesem Charakter gekommen. Sanja ist nett und nicht arrogant und Warchild Saga ist genau das Gegenteil, also abgehoben. Nicht nett, hat immer grosse Fresse, auch mit dem Begleiter Ace. Wir sind so das Team, das eigentlich jeder hasst. Genau. Hast du Angst oder was? Komm mal, geh drauf, meine! Im Wrestling geht es ja um die Unterhaltung. Und man baut es eigentlich immer auf, gut gegen böse. Der Gute versucht, mit fairen Mitteln den Kampf zu gewinnen, der Böse versucht natürlich mit allen möglichen Mitteln den Kampf zu gewinnen, auch wenn sie unfair sind. Was hat das für eine Auswirkung aufs Publikum? Er wird ausgebaut, er wird gehasst und der Lieb wird unterstützt. Da zitiere ich eigentlich wie so vielfach Geschichte von den Römern. Brot und Spiele. Wir sind Gladiatoren, moderne Gladiatoren. Wir töten uns nicht, aber wir sind da fürs Entertainment. Ja.